Nach dem 3:0-Heimsieg letzte Woche gegen Naturns will Tramin heute seine Siegesserie fortsetzen. Zwei Dreier in Folge gelangen den Unterlandlern. Heuer nur an den beiden ersten Spieltagen gegen Anaune und Benacenze. Obermais kommt hingegen von einer 1:4-Schlappe zu Hause gegen Virtus Bozen. Die Meraner brauchen dringend Punkte, um nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Und sie beginnen gleich sehr offensiv. Ecke, getreten von Theo Palmer. Der junge Traminer Torhüter Alessio Pitz klärt mit den Fäusten. Dann versucht es Manuel Schöpf mit dem Kopf und Max Del Piaz, der letzte Woche noch alle drei Tore der Traminer geschossen hat, räumt diesmal hinten in der eigenen Abwehr auf. Auf der Gegenseite schickt Mittelstürmer Daniele Concis seinen Sturmpartner Martin Pichler. Doch sein Abschluss ist zu schwach und zu ungenau. Nach einer Viertelstunde wieder ein Eckball für Obermais, wieder führt ihn Theo Palmer aus. Diesmal lang auf den zweiten Posten, da steht Dario Hasa ganz frei, kann diese Möglichkeit aber nicht nutzen. Der Meraner Mittelfeldspieler trifft hier nur das Außennetz. Die Gäste bleiben weiter im Angriff. Mit dem erst 18-jährigen Manuel Schöpf. Sein Schuss wird noch von Simon Lotti in die Ecke gelenkt. Diese tritt wieder Palmer. Concic befreit in seinem Strafraum, jedoch genau auf Fabian Tratter. Der zieht ab und bringt seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Für den 19-jährigen Tratter ist es das erste Oberliga-Tor. Ein wenig hilft auch Alessio Pitz nach. Dieser Schuss war sicher nicht unhaltbar. Der Gegentreffer rüttelt die Hausherren wach. Nur 3 Minuten nach dem 0:1 spielt Lotti Max Del Piaz an. Torhüter Patrick Wieser kann seinen Schuss noch abwehren, aber genau auf Martin Pichler und der gleich zum 1:1 aus. Für den 28-jährigen Flügelflitzer ist es Treffer Nummer 1 in der heurigen Meisterschaft. Auch zur Freude seines Trainers Hugo Pomella, der noch gesperrt ist und das Spiel von der Tribüne ausverfolgen muss. Auf der Bank sitzt ja heute Andreas Viehweider. Dann der Einwurf für Obermais mit Ivan Salaris. Der kommt gleich noch einmal in Ballbesitz und schießt direkt aufs Tor von Pitz. Tramin Schlussmann hält aber sicher. Kurz vor Seitenwechsel noch dieses Zuspiel von Gonci auf Fabian Obrist. Andreas Klotzner kann ihn nur mit einem Foul stoppen. Für den Trentner Schiedsrichter Ramanzini ist das Elfmeter. Wir schauen uns diese Aktion noch einmal genauer an. Obrist wurde wohl außerhalb des Strafraums gefoult. Da hätte es eigentlich einen Freistoß für Tramin geben müssen und nicht Elfmeter. Tronci ist das egal, er führt ihn aus, jedoch zu zentral. Patrick Wieser rettet seine Mannschaft und so bleibt es nach den ersten 45 Minuten beim 1:1 unentschieden. Die zweite Hälfte beginnt mit diesem Fehler von Tramins Kapitän Stefan Rellich. Der verliert den Ball an Malaya. Pitz läuft aus seinen Kassel. Doch der Abpraller kommt genau zu Schöpf. Matthias Bernstich rettet aber auf der Linie. Glück für Alessio Pitz, dass da Bernstich noch einspringt. Gleich darauf dankt sich Palmer auf der linken Seite durch, passt in die Mitte und Rellich muss diesmal vor Malaya klären. Dann lassen die Kräfte bei Obermais ein wenig nach, während Tramin immer stärker wird. Martin Pichler spielt Salaris schwindlig, verfehlt aber den Kasten von Wieser. Fabian Obrist versucht es am linken Flügel, passt in die Mitte in den Strafraum. Und diesmal ist es Lukas Höller, der gerade noch vor Pichler abstauben kann. In der 57. Minute ist der Arbeitstag des angeschlagenen Daniele Concic zu Ende. An seiner Stelle kommt jetzt Alex Fitscher. Und gleich darauf die Riesenchance für Obermais erneut in Führung zu gehen. André Schwarz passt vors Tor, genau zu Dennis Malaya. Der kommt ganz frei zum Schluss, vergibt aber diese hundertprozentige Möglichkeit. Normalerweise lässt der Meraner Stürmer solche Chancen nicht aus. Wenig Glück hat gleich darauf Theo Palmer mit diesem Diagonalschuss. Da fehlte nicht viel. Dann beginnt die Show des eingewechselten Alex Fitscher. 75. Minute. Max Del Piaz sieht, dass der 23-Jährige sich im Strafraum freiläuft, spielt ihn an, aber der Schuss landet im dritten Stock. 5 Minuten später dankt sich Fitscher am linken Flügel durch und präsentiert sich ganz allein vor Wieser, doch er zögert zu lange, passt dann zu Max Del Piaz, aber Hasa kann retten. 86. Minute, Fitscher luchst Martin Czage den Ball ab, schießt dann auch prompt, verfehlt aber das gegnerische Tor.
Und dann noch die Schlussminute. Bichler spielt zu Alex Pfitscher. Bei dem soll es aber heute nicht klappen. Und so endet dieses Match 1:1 unentschieden. Ein Punkt, mit dem beide Teams zufrieden sein können. Ja, am Ende haben wir schon viele Chancen gehabt. Aber von mir aus gesehen, wir hatten auch keinen Anfang vor der ersten Halbzeit, aber halt den Anfang vor der zweiten Halbzeit. Jetzt haben wir ein bisschen viel geschlafen, damit wir auch keinen Gegenwehr in sich kriegen. Und deswegen glaube ich, mit dem Punkt können wir zufrieden sein, auch dass sie ein bisschen hinten bleiben, dass ein bisschen Luft ist. Ja, natürlich haben wir viel reingeworfen schon am Anfang des Spiels und haben wir auch zu den Chancen gekommen. Und wir sind nicht so ausgenutzt, wie wir es vorgehabt haben. Logisch fehlt es am Schluss oft ein bisschen etwas, aber ich denke, so schlecht haben wir es nicht gemacht. Logisch, wenn sie das da schießen, dann ist es schwierig. Nicht?